Hallo, heute folgt der zweite Teil meiner EM-Vorbereitung. Ich bin jetzt noch 5 Wochen vor der Europameisterschaft. Wir starten mit Montag. Ein bisschen Warm-up von mir seht ihr jetzt hier. Und zwar stand auf dem Plan Lower-Kniebeugen und Halber-pausierte Kniebeugen. Das war jetzt mein erster Arbeitssatz mit 5x115 Kilo Lower-Kniebeugen. Insgesamt habe ich dann 5x5 gemacht und bin so im Bereich 115 bis 117 Kilo habe ich mich bewegt und dann die letzten beiden Sätze habe ich mit 113 und 110 Kilo gemacht. Ich hatte an dem Tag das erste Mal wieder meine SPD-M-Bandagen an seit sehr langem. Deswegen hatte ich so ein bisschen ein tighteres Gefühl noch. Das war nicht schlecht. Und im Anschluss gab es dann noch genau halber Kniebeugen im 3x6 pausiert mit 85 Kilo, auch mit den etwas engeren Bandagen und Gürtel. Aber ich ändere oder ich switche da ganz gerne in die Romaleos als Schuhwerk, weil das für mich einfach bei der Halberkniebeuge ein bisschen angenehmer ist. Ja, Zusatzübungen an dem Tag waren noch Hip Thrusts und Split Squats relativ mit relativ hohem Volumen so rum. Und ja, das war für mich ein relativ guter Start in die Woche. Und dann ging es am nächsten Tag nach den Zusatzübungen, die ihr wie immer unten in der Infobox findet, auch schon weiter mit dem Dienstag. Und zwar mit ja, pausierten Bankdrücken, ebenfalls im 5x5 und hier im Bereich 57,5 Kilo bis 54 Kilo. Ich habe meine ersten beiden Sätze mit 57,5 Kilo absolviert. Das war jetzt mein zweiter Satz, den ihr seht. Da waren vor allem die ersten 3 Wiederholungen sehr zu meiner Zufriedenheit. Danach wurde es ein bisschen unkontrolliert und ein bisschen zu viel Spannungsverlust auf der Brust. Aber dennoch bin ich froh, dass ich von letzter Woche einmal 57,5 Kilo für 5 Wiederholungen, diese Woche schon auf 2 Sätze mit 57,5 Kilo für 5 Wiederholungen steigern konnte. So, im Anschluss gab es noch Spoto Press im 3x8 mit 51 bis 51,5 Kilo mit meinen Micro Plates. Die sind da super praktisch. Zusatzübungen an dem Tag waren auch sehr ja, Brust, Trizeps und Rücken betont, aber das findet ihr wie immer auch in der Infobox. Dann geht es auch schon weiter mit dem Mittwoch. Alle 3 Grundübungen an dem Tag wieder. Gestartet habe ich mit Kreuzheben. Meinen letzten Aufwärmsatz seht ihr jetzt mal hier mit 125 Kilo und danach habe ich einen schweren Double mit 137,5 Kilo gehoben. Wir haben uns bewusst mal dazu entschieden, den Sprung vom letzten Aufwärmsatz so groß zu machen, um zu gucken, wie es sich anfühlt. Und ich muss sagen, das war echt gut und ich denke, ich habe dann halt keine unnötige Kraft liegen lassen ja, für noch einen weiteren Aufwärmsatz. Danach gab es noch ein 3x5 mit 120 Kilo für die ersten beiden Sätze und danach ein letzter Satz mit 115 Kilo für ja, Kreuzheben mit einer langsamen Exzentrik. Ich versuche da immer so 4 Sekunden abwärts zu brauchen, es werden aber meistens eher so 3. Das war an dem Tag, glaube ich, noch ein Ticken zu schwer mit den 120 Kilo, aber ich habe die Zahl schon so lange im Kopf gehabt, deswegen wollte ich das machen. Aber man kann ganz gut sehen, dass das Timing irgendwie nicht so gut gestimmt hat bei dem Satz und auch, dass ich die Hüfte nicht so toll geöffnet kriege und dass ich einfach dementsprechend nicht so effektiv gezogen habe. Also immer noch geht das Gewicht für meine Verhältnisse, gerade die 120, echt gut hoch für 5, aber ja, das geht rein technisch einfach noch besser und mit einem deutlich geraderen Rücken. Genau, im Anschluss gab es dann Kniebeugen, pausiert, Lower, im 3x5 mit 100 Kilo. Die waren ähnlich wie letzte Woche, nicht so super explosiv, aber auch nicht mega schwer. Und es sind wieder 100 Kilo, da bin ich auch zufrieden mit. An dem Tag hatte ich auch meine weiten SPD-Bandagen an, also die L-Bandagen. Dementsprechend ein bisschen weniger Support als zum Beispiel am Montag. Ja, Form war in Ordnung. Alle 3 Sätze konnte ich mit 100 Kilo durchziehen. Und ja, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Danach gab es dann noch Bankdrücken im 4x3 mit 56 Kilo. Die haben mir sehr gut gefallen persönlich. Eigentlich versuche ich die Pause auf der Brust immer 3 Sekunden zu halten, aber es sind dann eher doch 2. Aber ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt beim Setup und war richtig schön tight und deswegen war das auch ja, ein super Bankdrücken für mich an dem Tag. So, ein Tag Pause danach am Donnerstag und dann geht es jetzt weiter mit dem Freitag. Ja, mit einem 10 mal 110 Kilo an dem Tag. Das war wie so ein letzter Satz noch, bevor es jetzt immer weniger wird mit den Wiederholungen für meinen Kopf und auch fürs Gefühl. Und das war auch immer ein großes Ziel, was wir uns so gemeinsam gesteckt haben, dass ich die 110 einfach mal für 10 beuge.
Und ja, es ist möglich und es hat sich auch nicht halb so schwer angefühlt, wie ich es gedacht hatte. Die eine oder andere Wiederholung ist vielleicht noch etwas zu zaghaft auf dem Weg runter oder teilweise etwas zu schnell auf dem Weg runter, dass es halt ein bisschen unkontrolliert wird. Aber dennoch ja, bin ich sehr zufrieden mit dem Tag, gerade weil es jetzt nicht so ein super Tag war fürs Beugen, dass ich sage, okay, ich fühle mich total toll, heute ist alles auf 100%. Und dann habe ich dennoch die 110 für 10 Kilo geschafft. Danach gab es dann noch ein 2x7 mit 105 und einmal mit 100 Kilo, wie so Backup-Sätze nochmal, um so ein bisschen an der Technik bzw. an Explosivität zu arbeiten. Ja, die waren in einem sehr moderaten API-Bereich, würde ich sagen, und haben mir gut gefallen. Ich muss noch ein bisschen lernen, die Druckverteilung auf dem Fuß ein bisschen besser zu nutzen. Bei mir ist es immer ganz gut, wenn ich wirklich dran denke, das Gewicht auf die Hacke zu verlagern, weil ich doch dazu tendiere, ein bisschen zu stark auf den Vorderfuß zu kommen. Und ja, das muss ich einfach noch ein bisschen mehr verinnerlichen. Aber ich denke, das wird schon noch. Und im Anschluss gab es dann wieder Halberbeugen, dieses Mal nicht pausiert, sondern ganz normal in Anführungszeichen im 3x8 mit 90 bis 92,5 Kilo. Das waren jetzt die 90 Kilo. Ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Habe wieder meine Schuhe gewechselt an dem Tag. Hatte an dem Tag wieder die M-Bandagen an, also ein bisschen enger. Ja, also für mich ist der Umstieg von Lower auf Halber eigentlich immer ganz in Ordnung, muss ich sagen. Deswegen habe ich da glücklicherweise jetzt nicht so die Schwierigkeiten mit. Das hilft mir einfach nochmal ein bisschen was für die Beine zu machen an dem Tag und den Rücken so ein bisschen, ja, rauszukriegen, nicht wie bei der Lower-Beuge eben. Ja, im Anschluss gab es dann noch Bankdrücken mit der Slingshot. Dieses Mal wieder so, dass ich das Gewicht vorgegeben hatte. Hier sind 70 Kilo und ich dann für 4 Sätze eben geguckt habe, wie viel Wiederholung ich reinkriege. Und das waren an dem Tag 6 bis 5 Wiederholungen jeweils über die Sätze verteilt. Das war mein erster Satz mit 6 Wiederholungen und damit bin ich auch sehr zufrieden, weil ich letzte Woche noch 65 Kilo für dieselbe Wiederholungszahl gedrückt habe. Und ähnlich wie am Mittwoch habe ich mich echt super, super tight und fest gefühlt und es hat irgendwie alles gestimmt. Und ja, deswegen ging es dann am Samstag direkt wieder weiter mit Bankdrücken, dieses Mal Close Grip im 5x5 ebenfalls und da war ich so im Bereich 55 bis 56 Kilo, das war jetzt mein zweiter Satz mit 56 Kilo, war nicht ganz so super fest und kontrolliert wie am Tag davor, dennoch hat sich das Gewicht gut bewegt. Ich war aber irgendwie so ein bisschen hektisch in mir drin und so ein bisschen hibbelig. Deswegen konnte ich mich nicht so ganz festmachen und so ganz auf alles konzentrieren. Aber dann habe ich mich nochmal zusammengerissen, weil ich ja ein großes Vorhatte an dem Tag. Und zwar hatte ich noch meine Sumo-Block-Pulls und konnte dann jetzt endlich mal die 150 Kilo ziehen und nicht nur für eine Wiederholung, sondern direkt für 3. Da hat alles gestimmt, was ich vorhin angesprochen hatte vom Mittwoch, also das Timing, die Hüftöffnung und auch, dass ich einfach mein Gewicht, mein Körper hinter die Stange verfrachte sozusagen. Ja, das war für mich ein sehr positiver Ausgang. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen lieben Dank fürs Anschauen und bis spätestens nächsten Sonntag.